In der zweiten Division würde ich jetzt durchaus sagen, dass da die Coaches und Co. sich die Map-Picks der Gegner auch anschauen, die Demos der Gegner anschauen, um dann entsprechend vorbereitet zu sein. Aber wir sind live. Wir sind live in der Pistenrunde hier auf DE Mirage. Planet Key Dynamics baut erstmal breit auf. Einen Spieler in der Action abgestellt, einer, der etwas verzögert den Palace-Kontrolle holt und drei, die vor B erstmal nur abaimen. Oh, und da ist schon ein Spieler komplett rausgekommen. Ich weiß nicht genau, warum. Der Autodirector. Naja, gut, er zeigt es mir nicht. Ein Sen findet der Krimbo. Sensei mit zwei schönen Frags, aber das war nur ein Fake. Bombe hat man auf dem A-Spot geplantet. Das ist immerhin schon mal ein bisschen Geld hier für Planet Key Dynamics. Und wenn Sens richtig spielt, dann könnte hier eventuell sogar die Route holen. Sag ich in dem Moment, als Patrick den Headshot gegen ihn setzen kann, weil der nämlich tatsächlich das auf dem Schirm hatte, dass Xen hier vielleicht versucht, etwas verzögert gegen die Rotation hinten im Rücken zu arbeiten aus CT heraus. Das ist nicht, oder das hat nicht funktioniert. So, kriegen wir jetzt auch den Wechsel auf die Spieler hin. Sehr schön. Das hatte nämlich vorhin nicht funktioniert, aus irgendeinem Grund. Läuft. Läuft! C-Play holt sich wieder die CT-Pistenrunde. Genauso wie auf das 2. Jetzt muss man gucken, dass Planet Key Dynamics hier nicht wieder komplett dagegen arbeiten kann. Oh! Ein Spieler ist raus. Die Flashes sind gut. Mit dem Bombplan kann man hier auf jeden Fall viel Schaden anrichten. Und die SMGs, die arbeiten relativ gut. Nach den ersten Frags ist man... Hat man sich hier gut geteilt. Kirby fällt jetzt, Boost Day ist bekannt. Und der Sensei sollte da keine Probleme haben, auch den zweiten Frag in der Runde zu finden. C-Play, dieses Mal mit der gewonnenen Anti-Eco kein Bombplant mehr für Planet Key Dynamics. Die sind jetzt auf dem 1.900er Loser-Bonus. 1.900er Loser-Bonus wollten sie diese Runde verlieren. Das heißt, sie werden nächste Runde kaufen können. C-Play hat hingegen schon komplett auf Rifles abgegradet. Wieder erstmal ein bisschen das Tempo rauskommt. Krimbo aimt ab. Und Boost Day ist wieder aus Action rausgekommen. Und ich glaube, Robin Hood hat da überhaupt keinen Fokus drauf. Oben Patrick steht aggressiv. Kann er vielleicht einen Frag kriegen, aber sobald der da ist. Oh. Okay. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Da werden Liegestellen verteilt. Ich versuche es hier gerade ein bisschen mit manuellem Observen, um tatsächlich den unglaublich schlechten Autocaster da auszugleichen und verpasse jeden einzelnen Frag. C-Play kann sich hier gegen die Half-By-Runde von Planet Key Dynamics durchsetzen. 3:0. Man hat einiges an Spieler verloren, kann aber wieder investieren, die Farmers in den Händen von Robin Hood und ordentlich Utility. Wir lassen jetzt einfach mal den Autocaster an, der hat mindestens ein paar Frags auf dem Schirm. Das sind mit viel Tempo Richtung Short nach vorne, Molotov, um den Push durch die Smoke abzuwehren, aber da hat sich Ahead durchgeschlichen. Der hört die Schritte, der weiß, dass da jemand im Window ist, versucht es jetzt mit dem Timing, aber findet den Frag nicht. Jetzt kommt es auf Sensei drauf an, was der hier gegen den Spieler im Window machen kann. Und was macht er? Er zieht sich erstmal zurück. Entscheidet sich für einen passiveren Hold, damit er hier nicht überrannt wird. Und gleichzeitig fällt I Am Sen gegen Krimbo auf den B-Spot. Damit ist der komplett offen. Und jetzt kommt der Backstep von Sen. Die Runde, die erste richtige Buy-Round geht hier direkt an Planet Key Dynamics. Und das sogar relativ überzeugend. Robin Hood findet einen Frag, aber instant der Refrag von Kirby. Und jetzt will man den letzten Spieler auch noch finden, der sich hier in Ninja versteckt. Und den Bombplan raus, Patrick mit 2. Und oben noch eine 3K für ihn. Und jetzt ist es nur eine AWP und die hat er gerade überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber er muss einfach nur safe spielen. Und die Frage ist, kann Krimbo
Oder hat Krimbo ihn hier gespottet? Hat er ihn im Sandwich auf dem Schirm? Aktuell überhaupt nicht. Guter Positionswechsel also von Krimbo, von Patrick. Nein. Und da wird einfach in den Rücken geschossen. Oh, oh mein Gott! Oh nein! Was war das denn? Das war die Situation, um hier aufs 4-0 zu kommen. 3K von Patrick und dann so ein Whiff. Uff. Oh, das tut weh. Das tut einfach nur weh. Eieieiei. Und man hat zu viele Spieler verloren. Das heißt, man muss jetzt hier tatsächlich in die volle Eco. Patrick gleich mit dem nächsten Gesicht, das er kriegt von Kirby. Hat zwar am längsten überlebt und dann aber die nächste Runde als allererstes gestorben. Und es ist nur eine Anti-Eco und man hat dreimal SG gegen sich. Da wird jetzt nicht mehr viel passieren. Headshot um Headshot fliegt da C-Play um die Ohren und bestraft Patrick nochmal dafür, dass er diese Runde gerade aufgegeben hat. Oh, oh mein Gott. Die Runde hatte sich Patrick eigentlich verdient. Robby sagt das genau richtig. Das ist einfach unglaublich bitter. Sinn mit einer schönen Smoke, die er direkt aus dem Spawn geworfen hat. Also es gibt ja pro Map oder pro Seite immer 7-8 Spawns. Und wenn du auf einem gewissen Spawn bist, dann hast du quasi das gleiche, als hättest du dir irgendwo ein Lineup an der Schattenkante am Boden gesucht. Boah, Patrick, dieses Mal aber sich nicht lumpen lassen. Findet da den Frag. Dann wird nochmal abgesmoked Sinn. Mit dem Off-Angle, den Sensei gespielt hat, hätte man ihn eigentlich überraschen wollen, aber Zinn zieht eiskalt rum, zieht hoch, drückt den Kopf weg und macht nochmal eine 4 gegen 4 Situation raus. Und jetzt der A-Split, der gespielt wird. Robin Hood im CT, auf ihn kommt es drauf an. Der kann hier eventuell den Bombplan verteidigen. Man nimmt Jungle ein, man lässt Short relativ offen. Dementsprechend hat Robin Hood die Chance, hier bei 46 Sekunden den Bombplant zu verhindern, aber nein. Das ist sehr geduldig gespielt. Ein Sender mit einem Drive-by-Headshot und der MP9, aber 24 HP, die Bombe geplantet. Glaube ich, dann sind alle Hoffnungen zerstört und jetzt auch noch der Slowpeak von Kirby. Aber. Ne, von Xen. Aber der trifft erstmal nicht. Planet Key Dynamics kommt auch in dieser Buy-Round wieder näher ran. Gleicht aus. C-Play. 3 Runden in Folge abgegeben. Da wird jetzt sogar noch gebankt. Oh, Xen riecht das. Ui. Oh Gott, wie bitter. Da dachte er sich, er kriegt eine Rifle durch in die nächste Runde. Und dann bricht ihm Xander das Herz, indem er ihn durch die Banger-Position ein paar verpasst in die Beine. Aber so low HP wie Xen halt, wie der letzte überlebende Spieler von C-Play halt schon war. I am Xen. Reicht das aber auch. So, Sinn kassiert da einen Ding. Aber man fährt erstmal auf den B-Spot drauf. Die Bombe gespottet. Xen kontrolliert nach dem Drop das Bray von seiner Krieg. Trotzdem hat Ahead hier nochmal einen Spieler gefunden. Schöne Schelle von I am Xen. 1 Minute 15. Den Bombplan verhindert Xen aber mit dem Refrag. Jetzt 2 gegen 2 Situation. Xen low. Die Bombe liegt offen. Ist natürlich ungünstig nach vorne gedroppt. Damit kann I am Xen im Jiggle vielleicht spotten, wenn jemand tatsächlich versucht, die Bombe zu planten. Robin Hood nochmal mit einem Frag. 1 gegen 1. Xen ist low. 9 HP. Oh Gott, aber er findet den Spraydown gegen Robin Hood. Das wäre die Runde gewesen für C-Play, um hier direkt zu verhindern, dass Planet Key Dynamics in die Führung gehen kann. Aber wenn dann
Sinn so gut spielt. 3K für ihn. Schön auch von Ahead, der hier wieder mit zwei starken Frags die Runde aufmacht für sein Team. Planet Key Dynamics sucht es wieder mit einem Arsch. Stellen einen Spieler vor dem B-Spot ab. Molotov, Smoke Richtung Short und Xen gemeinsam mit Xen, auch wenn sie blind sind, finden da in der Mitte viele, viele, viele Open-Tracks. Überzahl. Anschuss jetzt auch nur gegen Kirby, 12 HP. Ah, das läuft gerade einfach nicht bei C-Play. Das ist extrem ungünstig und auch gut gespielt von Planet Key Dynamics. Ahead nimmt den Spieler raus. Flash. Oh, und die ist gut. Booster komplett blind. Oh, verschießt. Aber kriegt nochmal eine Chance, weil er hätte da nicht ruhig genug bleibt. Sind zumindest einige Spieler low bei Planet Key Dynamics. Trotzdem wissen sie, dass der B-Spot offen ist, können dort jetzt die Bombe planten und C-Play wird einen Teufel tun, um mit AWP wenig Utility hier nochmal in den Retake zu gehen. Soll man sagen, es ist einfach ungünstig für C-Play. Die Tempowechsel sind gut gemacht. Planet Key Dynamics mit sehr viel Mittekontrolle, die sie teilweise auch umsonst bekommen, würde ich jetzt fast schon sagen. Und aus der Mittekontrolle heraus können sie dann eben Richtung B, Richtung A relativ leicht splitten. C-Play haben auf jeden Fall. Entschuldigung, haben auf jeden Fall Aim. Das kann man festhalten. Aber wenn dann das Setup nicht stimmt, wenn die Raumkontrolle zu früh aufgegeben wird, dann kann ein Planet Key Dynamics mit Spielern wie Krimbo, Kirby, Boostay da auch eben genau das bestrafen. Wieder keine Mittekontrolle, klar, man hat aktuell nur einen Low-Buy. Das wird aber genutzt, mit ordentlich Tempo zum Short nach vorne zu arbeiten. Sinn findet sie beide. Und nimmt sogar die AWP raus. Jetzt Kirby, der mit dem Late Lurk über Palace kommt und zerstört da sämtliche Hoffnungen von C-Play, vielleicht sneaky eine Runde mit den beiden gesaveten Waffen zu stehlen. Kann man sich einfach mal denken, wo die letzten Spieler sind. Schön von einem Sender auch gemacht, dass er seinem Mate noch hilft, der eigentlich close gestanden war, um dann entsprechend rumzuziehen, aber egal, was die beiden versuchen, sie kriegen mal einen Frag. Unlucky, da waren, glaube ich, der ein oder andere Ding dabei. Aber wieder ein Full-Buy. 3-6. Jetzt aus Sicht von C-Play. Und die wollen natürlich ansetzen. Contesten jetzt zum ersten Mal die Mitte ein wenig. Patrick findet da den Spieler mit der Support-Flash von Robin Hood. Booster ja allerdings auch schon wieder weit aus Action raus. Jetzt wird er von der Molotov ein bisschen nach vorne gedrängt. Und dann der Bang durch die Box durch. Kirby ebenfalls nochmal erfolgreich gewesen. Und plötzlich dieser Opening-Frag wieder komplett umgedreht. Und C-Play im Nachteil. 3-4. Der A-Spot komplett gefallen, da hat man schon den Spieler Richtung Ninja, da hat man schon den Spieler an der Triple, an der Firebox, meine ich. Oh Gott. Das ist aber auch gerade bockstark gespielt von Planet Key Dynamics. Ein Zen, die Bombe rausgenommen, muss ich allerdings jetzt absmoken, weil er weiß, dass der Spot gefallen ist. Krimbo jetzt von hinten. Das ist gut gemacht. Man hat den Spieler im Window abgestellt, hat gesagt, warte, du kommst einfach late. Das nutzt man gut aus. Jetzt boostet er auch noch den Sensei. Und Ahead erfolgreich. Sieben zu drei.
Der eigene Map-Pick von C-Play schaut gerade nicht gut aus. Aber wer weiß, vielleicht können sie das Ganze auf der eigenen T-Set noch ein bisschen besser machen. Wieder ein B-Split, dieses Mal mit Tempo. Im Grunde genommen spielt Planet Key Dynamics einfach nur abwechselnd bei Spots und Split an, dass sie so viel Kontrolle in der Mitte bekommen. Man hat jetzt die beiden letzten Spieler in der Mitte, die versuchen hier vielleicht nochmal an die Waffe von Sinn zu kommen, vielleicht ein paar Exits zu ziehen, aber nicht, wenn Xen einfach so kackendreist alleine reinpiekt. Ach, schön. Braucht zwar ein paar Anläufe, aber letzten Endes kann er den Shot dann setzen und den zweiten hinterher. Oh, den dritten reicht es dann aber leider nicht. Halbzeitführung jetzt für Planet Key Dynamics 8:3 und wir können mal ganz kurz aufs Scoreboard schauen. Sin und Kirby, die tragen da so ein bisschen die erste Hälfte für Planet Key Dynamics. Und wenn ich mir überlege und an die Runde denke, keine Ahnung welche es genau war, an der Patrick die Möglichkeit gehabt hätte, hier eine vierte für C-Play aufs Scoreboard zu holen, da dreht es mir jetzt noch die Zehennägel auf. Wieder viel Tempo, Mitte nicht contested. Short wird ordentlich nach vorne gegangen. Booster bleibt einen Ticken zurück. Wartet auf den Connector-Spieler. Holt sich den ab. Doppelte Überzahlsituation. Krimbo schon durchgeschleicht. Geschlichen. Höher. Ja. Deutsche Sprache, schwere Sprache. An Apps und Sensei jetzt der letzte Überlebende Richtung CT. Hat sich, glaube ich, sogar mit einem CT-Shot jetzt verraten. Und Kirby weiß das auszunutzen. Sensei kassiert Kopf. Neunte Runde für Planet Key Dynamics. Was müsste C-Play machen? Und ich habe es ein paar Mal schon erwähnt. Sie müssten die Mitte contesten. Jedes Play, das Planet Key Dynamics gemacht hat bis jetzt, war entweder ein Short oder war entweder ein Short B-Split oder ein Short A-Split mit einem Spieler im Window. Und Window wurde tatsächlich, glaube ich, na, Caster Kurzzeitgedächtnis und so, keine Ahnung, aber wurde, glaube ich, bis jetzt von C-Play nur nicht einmal gespielt, die Position. Jetzt, in der Pistolrunde, schickt man zum ersten Mal Robin Hood dorthin. Der holt zumindest einen Info, glaube ich, aber der will erstmal in Underpass rein. Kirby öffnet in der Zeit, erstmal die Runde gegen A. Und Sinn, der trollt da, glaube ich, aber gerade ein bisschen rein. Die Bombe ist gegen Short gedroppt, aber wenn da nur noch ein Head am Leben ist, dann... Joa. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Jetzt Doppel-AWP. Vielleicht ist die Doppel-AWP das Mittel. Vielleicht ist die Doppel-AWP das, was C-Play hier noch ein, zwei Runden in der ersten Hälfte beschert. Aber man lässt halt die Mitte wieder offen. Eine einzige Connector-Smoke und du hast beide Spieler komplett abgeschlossen von der Mitte. Und keine Ahnung, was da jetzt gerade passiert ist, aber mit dem Knife in der Hand da nach oben zu laufen, ist wahrscheinlich eine keine Ahnung. Why you do this? So, easy frag. Elfte Runde für Planet Key Dynamics. C-Play muss die Mitte contesten. Ordentlich. Astrale Smoke, Flashes und Molotov hinter die Astrale Smoke. Wäre mal ein Anfang. Aber Planet Key Dynamics kann tun und lassen, was sie wollen in der Mitte. Und die fahren gerade drüber über C-Play. Die fahren drüber und zwar nicht nur rundentechnisch, sondern einfach auch tempotechnisch. So Kirby. Die Molotov nicht tief genug geflogen. Flash in die Mitte gut, findet einen, aber instant auch der Refrag. So, endlich mal. Eine 3 gegen 3 Situation. I am Sam. Jetzt hat mir die Mitte contestet, aber Kirby, der ist halt schon raus aus Action. Und auch wenn die Bombe in der Mitte gedroppt ist,
hat man trotzdem hier eine 2 gegen 2 Situation. Und wenn einer das Aim hat, um hier die letzte Runde der ersten Hälfte zu entscheiden mit seinem Aim, dann wäre das Planet Key Dynamics mit Kirby und Sinn. Aber Ahead, der hat erstmal noch ein Wörtchen mitzureden. Sinn, die Bombe gepickt. Smoke Richtung Connector liegt und er versucht es mit dem Sneaky Play hinter die Box. Versucht jetzt vielleicht auch einfach nur mit dem Radar zu arbeiten, aber Ahead holt sich nochmal, finally, eine vierte Runde in der ersten Hälfte. Ja, und da haben wir dann, glaube ich, auch jetzt nochmal eine ganz kurze Pause. Wir sind wieder zurück in ungefähr 2 Minuten. Wir sehen uns. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zurück in der zweiten Hälfte der zweiten Map, der letzten Map des heutigen Tages und mit mir als Caster. Und C-Play startet jetzt auf der T-Side, aber Xen, ja, piekt hier etwas trocken rein und kriegt sogar nochmal die Bombe gespottet, rausgenommen, sind jetzt auf dem Spot und das ist einfach gerade nur ein Schlachtfest. Man hat versucht, IMSen ins Window zu boosten, hat das auch geschafft. Kurzes Pre-Fire, aber ich glaube, damit sollte er sich auf jeden Fall verraten haben. Robin Hood, immerhin, nochmal, mit einem Headshot. Da wird durch die Smoke durchgepusht gegen Stairs. Oh, überhaupt keinen Fokus gegen Xen, der Default steht. Robin Hood, 31 HP, 2 Spieler vor sich. Immerhin hat er das One-Shot-Potenzial mit seiner USP, die er gesaved hat. Krimbo könnte aber jetzt den Traum, den er hat, hier sehr schnell beenden und das macht er. Ohne da großartig versuchen, auf Kopf zu gehen. 12. Runde für Planet Key Dynamics. Kurz Panik gehabt, Sterschen. Ich hab manchmal so ein... Bei mir im Stream Deck ist es noch nicht so richtig eingestellt. Und dementsprechend kann es durchaus mal passieren, dass ich einfach mal gemutet in die zweite oder erste Hälfte aus der Pause heraus starte. Von dem her, wenn ich am Anfang etwas zerstreut wirke, dann kann das sein, dass ich nur mal kurz checke, ob ich auch wirklich gerade zu hören bin. So, Wasserfall Go, Instant Denied von Xen mit der PP Bison. Und ja, wenn die gegen 1 gut ist, dann ist sie es gegen Nicht-Kevlar-Spieler,
wie sagt man da? Kevlarlose Spieler ist wahrscheinlich der schönere Ausdruck. So, und Krimbo denied das Ace. Das Eco Ace von Xen. 13. Runde jetzt für Planet Key Dynamics. Also deutlich dominanteres Auftreten von Planet Key Dynamics. Neben der Pistol und der Anti-Eco hat C-Play nur 2 Runden auf der CT-Seite geholt. Es hätten mehr sein können, da waren einige knappe Runden am Anfang dabei, vielleicht aber maximal 6. Selbst wenn alles gut läuft. Und ja, Planet Key Dynamics macht genau das, was ich bei C-Play bemängelt habe, wenn ich mir das als Caster rausnehmen darf, nämlich aggressiv die Mitte anspielen. Und genau dort die Räume zu contesten, wo C-Play versucht aufzubauen, um dann in einen Split zu kommen. Und ich glaube, Krimbo hat da die Füße gespottet. Ja, und das schaut fast so aus, als ob wir hier noch vor 8 fertig werden. 14-4. Ich habe ganz bewusst versucht, das zu jinxen, um C-Play hier noch die ein oder andere Runde zu ermöglichen. Wir wollen doch ein spannendes Match, vielleicht sogar ein Comeback. Und es ist immerhin der Map-Pick von C-Play. So, Einzen. Oh, kann da mit der Deagle nichts treffen. Und Boosty dann, obwohl er sehr, sehr lange braucht, um dorthin zu kommen, wo er hin wollte, dann noch die AWP zu ziehen, um auch noch das Recoil zu kontrollieren, wenn man davon sprechen kann. Die muss sich auch erstmal beruhigen, wenn man gesprungen ist, bis sie wieder akkurat ist. Schafft er es, den Frag zu holen. So, aber auch noch ein weiterer Spieler unten, Underpass, bekannt. Wird einfach reingesprungen. Der SG in Händen und Ahead, beziehungsweise Robin Hood, die beiden letzten überlebenden Spieler, beziehungsweise der letzte überlebende Spieler, Robin Hood. Aber der kriegt einen Bombplant. Ich glaube, das ist was, womit man auf jeden Fall es schaffen könnte, die nächste Runde zumindest mit ordentlich Utility starten zu können. Mit dem Loser-Bonus, den man hat. Okay. Mit dem Loser-Bonus, den man hat, kann C-Play zumindest sehr, sehr ordentlich kaufen. Potenziell letzte Runde der ersten Hälfte, der zweiten Map. Quatsch, erste Hälfte hier. 15-4 für Planet Key Dynamics. Die jetzt mit 3-mal Autosniper. Und genau die Molotow da vor die Kisten oben in der Mitte, um eben Kontrolle in der Mitte zu denyen. Sinn eröffnet. Kriegt aber dann Kopf von der SG von Ahead. Wieder oder noch die Überzahlsituation für C-Play. Jetzt auch mit der Flash kurz die Info in Apps geholt. Dadurch kann man wegrotieren. 1 Minute 10 Sekunden noch zu spielen. Und C-Play mit extrem viel Respekt vor Planet Key Dynamics. Und wenn man dann so trocken, ohne Jiggle, in eine Autosniper reinpickt, piekt, dann gibt man da auch sehr schnell die Überzahlsituation wieder auf. Das soll auf den A-Spot draufgehen. Boosty, aber mit der Autosniper. Ja, was soll ich sagen? Robin Hood, mal wieder der letzte Überlebende, kann hier nochmal einen Frag holen. Xen, allerdings jetzt bekannt, wo der letzte Spieler ist. Aber Robin Hood, der kassiert nochmal. Und Robin Hood mit dem 3K. Knochen, Regel, Deluxe. 4 Kills in einer Runde. Und damit hält Robin Hood C-Play nochmal am Leben. Die Investition in die Autosniper war teuer. Sie haben jetzt die Möglichkeit, das Geld von Planet Key Dynamics zu brechen. Allerdings immer noch die Doppel-AWP bei den CTs. Und C-Play zieht nochmal ein bisschen Tempo an. Robin Hood macht da weiter, wo er in der ersten Runde aufgehört hat. Er hätte ebenfalls noch mehr erfolgreich Boosty, dann aber mit der AWP auf dem Short. Starke Flash, aber Patrick mit dem Refrag immerhin. Lol, und ich kann wieder keine Spiele umschalten. Doch. Schön.
2 gegen 1. Kirby gegen I am Sen und Patrick. Und I am Sen, der ist über den B-Spot gelaufen. Die Bombe tatsächlich noch am T-Spawn down. Und sowas darf eigentlich nicht passieren. Patrick, wenn jetzt fällt, dann ist es ein 1 gegen 1. So, er fällt nicht. Okay. Ruhig. Ruhig. T-Play. Nochmal mit einer Runde. Und wer weiß, vielleicht bin ich ja schon Caster genug, dass ich mit solchen Aussagen, wie ich sie in der 20. Runde getroffen habe, tatsächlich Matches jinxen kann. Wer so reintrollt, muss 5 Matchpunkte abgeben. C-Play würde sich bestimmt freuen. So, schöne Flashes und da wird dann mit ordentlich Tempo Richtung Short durchgegangen. Und da haben natürlich die USPs gerade nicht viel zu melden. IMSN weiß, dass da auch noch jemand oben im Map ist. Inzwischen auch ahead von Short aus erfolgreich gewesen. Fancy. Fancy. Ja, 7. Runde. Für C-Play. Und jetzt schaut's zumindest nicht mehr so nach einer Überfahrt aus. Zumindest auf dem Scoreboard. Aber C-Play, die werden jetzt vor diesem Fullbuy bei Planet Key Dynamics richtig Bammel haben. Mitteaufbau etwas verzögert, sind sogar durch die Smoke 50 HP Schaden. Und Ahead, der passt hinten auf! Oh Gott, wichtiger Frag. Ahead wieder mit dem Impact hier für sein Team, obwohl es frag-technisch gar nicht so ausschaut. Robin Hood greift ihm dieses Mal ein bisschen unter die Schultern, aber es sind immer noch 8 Runden, die sie holen müssen, um hier in die Overtime zu kommen. Sinn an den Stairs, Double Peak gemeinsam mit Zen und das sollte das Todesurteil von Ahead gewesen sein. 4 gegen 4, der B-Go allerdings gecallt, Kirby mit bösen Off-Engel, nimmt die Bombe raus, 1, dann aber keinen zweiten mehr, Kimbo inzwischen von Short da, aber auch da der Refrag und C-Play sollte auf jeden Fall einen Bombplan bekommen. Robin Hood passt da auf. Muss natürlich jetzt gucken, dass keiner auf den Spot draufkommt. Patrick eröffnet das Ganze und Robin Hood ist ebenfalls da. C-Play gewinnt eine Buy-Round und damit die 8. Runde für sich. Und sobald man die Double Digits hat, kann man von einem Comeback sprechen. Sensei, ordentlich Tempo, sieht dann den Spieler Richtung Firebox. Kann er natürlich seinen Spielern Richtung Schwarz sagen. Oder auf Schwarz sagen. Oh, Kirby. Nein, ihr müsst doch damit rechnen, wo der ist, Kirby, mit einem zweiten. Und Robin Hood. Wieder wichtig, dass er die beiden Frags hier macht, damit ist der A-Spawn offen. Robin Hood. Okay. Kirby allerdings auch schon mit einem 3K in der Runde, kommt jetzt an der AK und wenn der was damit machen kann, dann auf jeden Fall Schaden. Und im 1 gegen 2 würde ich ihm auf jeden Fall auch den Klatsch selbst ohne Kevlar zutrauen. Robin Hood. Passt auf, dass hier nichts kommt. Eigentlich braucht er nicht aufpassen, dass hier jemand durchs Window kommt, zieht sich jetzt aber etwas passiver zurück. Hat jetzt nicht selbst gehört. Und macht den Frag. 9. Runde für C-Play. Schauen aufs Scoreboard. Das sind 5 Runden in Folge. Und was wäre das für ein Comeback? Was wäre das, wenn C-Play es schaffen würde, sich hier nochmal in die Overtime zu retten? So, 4 Mann in die Mitte. Patrick eröffnet das Ganze. Aber da steht immer noch jemand im Window. Oder wird jetzt Late gesmoked. Oh, da kommt sogar nochmal ein Anschuss rein. Die Nate, die könnte, naja, könnte gut sein, wenn sie es denn wäre. Schön auch aufgepasst von Robin Hood.
Jetzt muss aber Patrick aufpassen, dass sie hier nicht noch verbrennen. Und plötzlich ist es Ahead. Der fällt gegen Kirby, der einfach dreist reinpusht. Etwas verzögert über Short. Und damit ist es eine 2 gegen 2 Situation. Den Vorteil wieder verspielt, aber auch gut gemacht von Kirby. Damit sollte aber der B-Spawn offen sein. Und der Call von Seaplay ist genau dorthin zu gehen. Inzwischen die Rotation aber auch schon da in Form von Xen, der sich eher Richtung Backside orientiert. Und sobald die Bombe geplantet wird und die Backside nicht gecheckt wird, sollte das hier ein easy Frag für Xen sein. Oh, schön von Sensei gemacht, aber der ist jetzt bekannt und Xen beendet das Ganze. GG, well played. Das war's.